Die größte niederländische Werft ist ein Familienunternehmen, aber eines der Superlative. Damen Shipyards hat 9000 Mitarbeiter, 38 Werften und zahlreiche damit verbundene Firmen in 35 Ländern. Es ist ein family-owned Business und das wollen wir auch gerne, dass es so bleibt. Wir sind ein Familienunternehmen und das soll auch so bleiben. Wir sind aktiv im Schiffsneubau und in der Reparatur und den damit verbundenen Dienstleistungen. Darin will das Unternehmen stets noch besser werden, expandieren, neue Produktmarktkombinationen und Produkte entwickeln, in neue Länder gehen und dort neue Werften bauen. Und neue Werften all da stichten. Die Werften in het buitenland gebruiken. Diese Werften im Ausland nutzen wir, um Schiffe zu bauen, aber immer auf der Basis der Technologie, die wir in den Niederlanden entwickelt haben. Wir gehen immer von den Niederlanden aus im Hinblick auf Menschen, Kenntnisse und Fertigkeiten. Springplank in Termen von Menschen, Kennis und Kunde. Ich denke, was Dame unterscheidet, ist, dass wir al heel lang geleden. Ich denke, was Damen auszeichnet, ist, dass wir seit langer Zeit Standardschiffe bauen. Auch Schiffe auf Vorrat, also die wir noch nicht verkauft, aber schon gebaut haben. Das heißt, dass Sie einen bestimmten Standard als Werft entwickeln und erfüllen müssen, wie Produkte auszusehen haben. Diesen haben wir definiert, das machen wir schon seit 40 Jahren und damit sind wir sehr erfolgreich. Das tun wir eigentlich schon mehr als 40 Jahre. Und das ist sehr erfolgreich gewesen. Es ist nicht nur wichtig, innovativ zu sein, es ist sogar lebenswichtig. Wir können uns nur auszeichnen durch Innovation, durch innovative Produkte, neue Konzepte, andere Ideen. Grüner, nachhaltiger, besser, günstiger, effizienter, sicherer. Das sind für uns die Themen, mit denen wir uns täglich beschäftigen, um weiterzukommen. Waar we de hele dag mee bezig zijn om verder te komen. De kansen in Duitsland voor dame zijn velerlei, denk ik. Ik denk in de binnenvaart. Die Chancen für Damen in Deutschland sind vielfältig. Ich denke an die Binnenschifffahrt, auch die Rüstungsindustrie. Deutschland ist Spitzenreiter bei der Entwicklung erneuerbarer Energien, vor allem bei der Offshore-Windenergie. Dabei kann Damen eine große Rolle spielen. Dafür haben wir spezielle Produkte entwickelt. Wir betrachten den deutschen Markt als Möglichkeit, mehr Produkte zu verkaufen und als Sprungbrett für die aufstrebende Offshore-Industrie, die ich langfristig als sehr profitablen Sektor ansehe. Das ist ein langer Termin profitabler Business sein.